Moin, moin, bei Senior Didi. Hallo, hallo. Ich würde hier mal wieder ein bisschen Musik machen. Das heißt im Grunde, ich will jetzt was Folgendes machen. Ich habe ja jetzt die ganzen Jahre immer mehr oder weniger theoretisch was gemacht und praktisch auch geübt auf Gitarre und sowas und auf Keyboard oder Bassgitarre. Und jetzt möchte ich da gar nicht mehr diese Harmonielehre lernen, so, sondern will das alles mal so umsetzen. Ne? Ich will gucken, dass ich jetzt Musik produziere. Das heißt also, ganz einfach angefangen, ich will Backing-Tracks erstellen. Das heißt also Hintergrundmusik, wo man dann Tonleitern üben kann oder wo man Akkorde, so Kadenzen üben kann und sowas. Ja? So, da will ich mir jetzt mal ganz langsam in so ein Tonstudio einarbeiten. Ich habe ja vorher ja schon so eher mit Cubase gearbeitet. Cubase ist ja ein richtig cooles Programm, also so ein Tonstudio. Eine Audio Workstation, sagt man auch. Ich muss halt mal jung schauen, ich bin ja noch in meinem Garten da. Ich habe ja Überwachungskamera in meinem Garten, ne? So, da sind wir jetzt auf Computer. So, ich will jetzt mal Folgendes machen. Ich habe ja die letzte Sendung, habe ich gemacht, nochmal Harmonielehre. Und zwar geht das dann um die harmonische Molltonleiter. Pentatonische Molltonleiter, Blues-Molltonleiter und sowas. Ja, also nicht diatonische Molltonleiter. Aber ich will jetzt hier weitermachen mit der Kadenz, die ich letztes Mal auf der Loopstation gemacht habe. Mit der Gitarre. Die will ich jetzt auf Klavier spielen, das übertragen auf Cubase. Ich mache das Programm jetzt mal an. Ich habe da so eine abgespeckte Version, also, aber trotz alledem ist die richtig cool. Ja, da sind also 1000 Programme, die man da schauen und warten muss. So, ich habe das wieder neu installiert. Und da will ich jetzt mitarbeiten. Ne? Ist also alles ganz leer, kein Blatt mehr, ist nichts mehr drauf hier. Ne? So, das heißt also, ich möchte gerne jetzt als erstes mal ein leeres erzeugen, das habe ich jetzt hier. Dann werde ich die Drummaschine mal rausholen. Da kann man hier Rhythmen mitmachen. Hiermit, ja. Hier auch die drauf, Mann. Ab hier fangen die an. Man kann hier auf diesem Teilbereich kann ich da jetzt MIDI machen. Das heißt also, ich habe hier jetzt ein Instrument und hier sind fertige Loops. Also ich kann mir jetzt entweder was aussuchen. Entweder arbeite ich jetzt und mache mir einzelne Rhythmen, ne? Dann müsste ich dann hier alles editieren. Aber es gibt aber auch hier die Möglichkeit, dass man schon so Loops hat, wie ich mit der kleinen Loopstation. Kann man hier auch so Loops anfahren. Ne? Suchen wir uns mal einen aus. Ein bisschen laut, ne? Bitte machen wir ein bisschen leiser. So. Jetzt ist ein Loop. Da könnte ich jetzt zum Beispiel jetzt, an der letzten Sendung anbinden, harmonische Molltonleiter. Ich mache das mal ein bisschen cooler, oder? Nehmen wir mal so. Und das heißt also im Grunde, Moll ist angesagt. Thank you.
die reine natürliche Moltonleiter. Und da haben wir ja gesagt, also der siebte Ton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der wird einen halben Ton erhöht. Als Leitton, da hat man die harmonische Moltonleiter. Kann ich jetzt mir erstmal so einen Rhythmus aussuchen und spiele das nebeneinander laut. Und 2, 3, 4, 5, 6, ne? 6., 7. Keyboard und auf dem Bass. Das sind dann die Instrumente, die mich interessieren. Und jetzt will ich also Backing-Tracks erstellen und dann auch vielleicht bis zu Lieder hinkommen. Ne? Aber das ist ja ein weiter Weg. Ich muss mich da jetzt ja mal einarbeiten. Also ich habe jetzt erstmal schon mal eine Rhythmusmaschine. Dann suchen wir jetzt mal einen coolen Rhythmus aus. Da, da. Wir könnten ja mal die Leiste mal aufmachen. Haben wir ja alles geschafft. Session. Da guckt er mal einen Riesen. Guck, was er so hat mit Session. Leute, schon mal, das ist ein Klavier, oder? Okay, den will ich haben. Den werde ich mal in die Spur jetzt hier reinarbeiten. Ich habe jetzt oben diese Rhythmusspur. Und werde jetzt diesen Loop da oben reinziehen. Ja? Und so ist das Ding schon mal erstmal erledigt. Da kann ich ja hinterher nochmal ändern, aber jetzt mache ich erstmal diesen Takt hier. So, das heißt also, ich habe jetzt Folgendes. Ich mache das Ding mal ganz auf hier. So, alles klar. Dann werde ich das jetzt mal hier einmal laufen lassen, aber ich will jetzt einen Loop raus machen. Das heißt also, ich mache jetzt 4 Takte, 1, 2, 3, 4 und kann den als Loop dann laufen lassen. Ne? Das heißt also folgendes, der läuft jetzt immer in ein durch. Und wenn ich die letzte Kadenz nehme, die ich in der letzten Sendung gemacht habe, das war ja in A-Moll, ne? A-Moll. Dann war das ja D-Moll 7. Das hier, kann man, ne? Dann war das wieder A-Moll. Dann war das F. Dann war das E-Dur 7. A-Moll. Ne? Da kann ich jetzt manuell spielen, das kann ich aber auch noch anders spielen. Und zwar folgendes. Ich
Ich mach das jetzt mal aus. Ich mach mal hier die Pads an. Dann kann man jetzt zum Beispiel sowas, was ich jetzt hier manuell mache. Kann ich auch hier elektronisch erzeugen. Deswegen ist das ja also ein sogenannter Tonerzeuger. Da kann man alles mit, alle Töne mit erzeugen. So, ne? Jetzt fange ich ja mal an. Das heißt also, ich kann das jetzt im Grunde editieren. Ich mache den ersten Ton, mache ich jetzt mal, das war ja A-Moll. Ja, mal einfach ganz einen normalen A-Moll. Wo haben wir hier A? A minor. So, A minor. Wir müssten jetzt noch eine nächste Spur machen erstmal. Das heißt also, ich nehme mal den Helion Sonic. Ja. Wird mal den hier ausschalten und den mal hier anschalten. So, Helion Sonic. Da muss ich mir hier nochmal aussuchen. Also hier, Pretzel. Akkordeon, was wollen wir haben? Ein Organ, ne? Da ganz gut. Also, Piano. Piano ist immer ganz gut. So, Double Piano. Bright Rock Piano. Den nehmen wir. Ist das jetzt hier ausgeschaltet? Jetzt kann ich nämlich hier. Den Akkord spielen, ne? Wenn ich das wieder wegpacke. Ich mache da ein bisschen lauter. Na, das ist jetzt also, wie gesagt, eine experimentale Musiksendung. Ich will jetzt hier Musik produzieren und so weiter. Und will mein Wissen über Harmonielehre auch hier mit einbauen. Das hat ja Sinn. Ich habe das jetzt jahrelang geübt. Dann habt ihr den Grundbegriffe oder den Grundschema von Harmonielehre mit drauf. Und das kann ich ja jetzt übertragen auf Musik. Ne? Dass ich mal so ein bisschen was anderes mache. Das heißt also, wir haben jetzt A-Moll, haben wir jetzt schon mal gestrickt. Ja, kann man sehen, ne? Das heißt also, A-Moll habe ich jetzt gestrickt. Der zweite Akkord wäre jetzt gewesen D-Moll 7, habe ich gesagt, ne? Vierklang, D-Moll 7. D-Moll. Gehe ich den 7er dran. Das hört sich dann so an. Wäre dann A-Moll, habe ich gesagt. Dann D-Moll 7. D-Moll 7, ne? Genau. Danach müsste ich haben A-Moll wieder. A-Moll. Das ist eine Kadenz, die ich jetzt erstelle. Das sind so 7 Akkorde oder was. Mache ich dann mal A-Moll raus, A-Minor, und aus dem vierten Akkord, das heißt also D-Moll 7, A-Moll, nach A-Moll gehen wir dann auf F, F, Dur, und dann mit 5, 1, 2, 3, 4, 5, A-Moll. Thank you.
F, E, Dur 7, A Moll, E Dur 7. Ne? Also heißt das F, E, Dur 7, ne? Ja, kann man nehmen, E7, ne? Oder? Ne, machen wir E7. Machen wir ohne ein 7er. F, ne? Dann machen wir doch den, nach E. Kämen wir dann A-Moll und dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann mal Dur 7. Ja, genau, E-Dur 7. E-Dur 7, so, da hätten wir ja schon mal die Kadenz wieder, die ich letztes Mal auf die Gitarre geübt habe. Ne? Die habe ich jetzt hier auf dem Computer mal aufgespielt. Das heißt also, ich spiele 4-mal A-Moll. 3, 4. Ja, da könnte ich jetzt aber auch theoretisch hier machen. A. Jetzt haben wir hier das D. 4. 2 A-Moll wieder. Aktion, um was zu erstellen, das ist ja ganz klar. Aber man sieht schon mal, was alles so machbar ist, ja? Also ich habe jetzt A-Moll, 1, 2, 3, 4, 2 mal D-Moll 7, so, 2 mal A-Moll, A-Moll, 2 mal 3, die man jetzt laufen lassen könnte. Die könnte ich jetzt aufnehmen und dann auch editieren. Das mache ich jetzt auch mal. Das heißt also im Grunde, der Rhythmus, den wir haben, sind ja jetzt 120 BPM. Und da werde ich jetzt mal das mal laufen lassen. Das heißt, ich muss erstmal nach vorne gehen. Zack, ne? Dann muss ich das anspielen und dann kann ich das hinterher editieren. Das heißt also 2 mal AM. Ne, 4 mal, ne? Das ist ja ein 8er, ist das ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, machen wir anders. Das mache ich den 2 mal und alle nur einmal. Einmal. 1, 2, alle anderen. Genau, so kann man den laufen lassen. Dann käme ich mit diesen 8 auch da drauf klar. Ja? Das ist ja nur eine 8 Takte. So, das heißt also im Grunde, ich werde jetzt mal
kriegen wir das in, ich mache das hier mit dem, mit Tastatur. Das heißt, also, ich werde jetzt, laufen lassen und werde mal eine Aufnahme machen von diesen Akkorden jetzt hier, ne? Also, A-Moll. Der ist ein bisschen schön gewesen, da wollte ich das gar nicht haben. So mal gar nicht. So. Dann müssen wir zurückfahren. Wo ist er? So, dann bin ich wieder zurück, ne? Wir machen hier mal ganz kurz einen Check. So, ne? Die Technik, immer die Technik. Go. Also das gebrannt, nee, ne? So. So ist das alles. Wir nehmen mal laufen. Wir haben ein bisschen laut, ne, die Sache. Und auf, ich habe keinen Taktgeber hier. Ich brauche einen Taktgeber. Jetzt habe ich so einen Vortaktgeber, dann kann ich da schon mal mit einzählen. So, das ist ganz vorne. Jetzt wollen wir das mal nochmal probieren. Jetzt schläge ich da 4 Takte an. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, so sehe ich das dann wieder aus. Dann baut das die Spuren auf. So. Jetzt weiß ich nicht, wie mache ich das? Werde ich das jetzt hier drüber laufen lassen oder will ich das jetzt mit Maus machen? Wenn ich das mit Maus machen, muss ich das editieren. Ne? Ist die Frage, wie ich das jetzt mache. Ich werde das jetzt mal zusammenbasteln und dann ich unterbreche mal den Film. So, dann bin ich mal gucken. Jetzt habe ich noch, eine Spur angelegt. Also jetzt habe ich 8 Kante. Ne, den habe ich mit angelegt. Und in dem Fall, ja, wo ich jetzt nicht so viele Pausen mache, ich werde jetzt mal das machen, was ich jetzt hier vorhabe. Aber ich will jetzt mal eine Aufnahme machen. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na, das reicht schon. Also das habe ich jetzt so weit hin. Jetzt muss ich dann natürlich alles editieren. Das werde ich aber trotzdem noch einmal rückgängig machen. Noch einmal probieren, das heißt auch jetzt auf 0 stellen und 1, 2, 4, 8 Takte jetzt machen. Das ist mit der Maus gar nicht so einfach. Besser hier eigentlich, ne? Aber ich will das jetzt erstmal hier mit den Pits machen. Noch einmal.
locker, ja bitte. 2, 3, 4. So, also ich würde sagen, das ist soweit schon mal gut, die Spur hier. Na, und die kann ich jetzt Folgendes machen. Es wird jetzt die Spur mal hier anlegen. Also ich sehe die jetzt hier. Ja. Kann das wieder mal größer machen. So, jetzt habe ich wieder ganz fertig. Jetzt kann ich die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Akkorde kann ich jetzt editieren. Das heißt also, die sind jetzt nicht alle so, wie sie sein sollten eigentlich. Ja? Na, da ist mal so ein 1, 2, 16 oder 8 oder sowas. Ist das daneben eine Spur, dann kann man jetzt hier direkt richtig alles schon sauber machen. Das heißt also, wenn ich die erste Spur nehme hier. Machen wir so. Zack. Und das schieben wir alles nach hinten. Dann haben wir die ersten Akkorde haben wir wieder sauber gemacht. Jetzt müssen wir den folgenden fahren. Den hier. Verschieben wir auf. Genau, 2. Also 2. Das sind die. So. Die letzte muss noch. Ein 32. dabei. So, ein letzter, ne? So. Ein, zwei, drei. Dann mache ich das hier auch. 1, 2, 3. Und dann kann man ja immer noch ein 8/4. Das kann man ja machen. Und dann machen wir das so. Das ist eine ganz gute Idee. Dann auch noch eine kleine Pause rein. So. Der nächste wäre dann. So. Der hier ist fast sauber, ist der noch nicht ganz. So. Sehr schön. Okay, dann haben wir den 5. Takt. Mache ich den wieder zu. Ja, die Akkorde müssen schon bleiben, ne? Aber ich kann die auch trotz alledem nochmal umsetzen, dann nehme ich das so. Das wäre das jetzt hier. Öffnen. So, den hier noch. So, das ist das, was ein Tonstudio ausmacht. Man kann spielen. Derselbe Ton, ne? So. Das kann man auch noch mit ihm machen. Passt. So, kann man den auch noch versetzen. Drei. So, bin ich gleich fertig. Ein Akkord müssen wir setzen. Na, das ist also im Grunde jetzt ein elektrisches Instrument, ne? Was man hier jetzt so programmieren kann. Na, komm her. Ein Distiltal noch, so, da haben wir das noch. So, dann nimmt die, ist das jetzt schon sauber geschrieben, ne? Will ich mal gucken, was ist das für ein Akkord hier? Das ist ein A. Das ist ein F. Nehmen wir das F hier. Jetzt haben wir ein tiefer setzen, dann hört sich das ein bisschen besser an. F. Das war richtig.
hier ist ein C. Und ein A. So, okay, geht. So, können wir das wieder zurücknehmen? So. So, ein klein und dann haben wir es auch schon mal so wie es haben. So, dann haben wir das jetzt hier richtig schön sauber laufen hier. Ne? Jetzt will ich den mal ein bisschen kleiner machen hier. So, mache ich wieder den Loop an. So. Und dann habe ich ein Schlagzeug und den Rhythmus. Also auf Keyboard jetzt, ja. Das heißt also. Was ich letztes Mal auf Gitarre geübt habe, mit der Loopstation. Ja. Harmonische Motorleiter, sieht man das überhaupt? Ja, ne? Kann man jetzt die A-Moll harmonische Motorleiter noch üben. Ja, und ich will jetzt mal gucken, dass ich das ein bisschen musikalischer ausgestaltet habe als bisher. Ja? Ich habe jetzt im Grunde ja, wie gesagt, nur Harmonielehre gelernt und geübt. Manuell gespielt und dann ist er jetzt im Grunde digital. Digitale Workstation, sagt man, Arbeitsstation, wo man Musik mit lernen kann. Ne? So, und ich habe jetzt, dann sagen wir mal, jetzt die, das lassen wir hier jetzt mal so stehen. Jetzt könnte man noch eine dritte Spur aufnehmen. Das heißt auch, ich könnte jetzt einen Bass anlegen oder eine Gitarre. Ja, das heißt auch, ich lege jetzt mal einen Bass dazu an. Ne, sag ich mal aus dem Bauch heraus. Mal brauche ich ein neues Instrument. Gucke mal, Spur hinzufügen, Audio. Also das, was ich jetzt gerade hatte, das war ja ein virtuelles Instrument. Ne, nicht gespielt, sondern digitales Instrument, virtuelles. Und was ich jetzt spiele, ist ja Audio, aber analog. Ja? Das heißt also die Spur, die wir mal anlegen. Spur hinzufügen, Audio. Dann mache ich jetzt folgendes: Mono Input 1. Machen wir in Mono Input 1. Input 2 machen wir da mal.
Einmal auswählen, U-Boot 2. Bei dem 1 habe ich ja das Keyword hier, ne? Und hier ist ja Input 2, also muss ich das jetzt in 2 einstellen. Mono, Stereo Out, Nummern eingeben, hast du gesehen, hinzufügen. Zack, schon habe ich eine Spur hier. So, da muss ich aber jetzt erstmal anlegen. Boah, wir haben heute richtig coolen Sommertag. Gucken, wie das hinkriegt. Ohne zu crashen. Ich mache einmal ganz kurz aus. So. Da haben wir schon ein Kabel. Ja, und da will ich jetzt Folgendes machen. Das heißt auch, ich habe jetzt einen Bass und will jetzt noch eine Bassspur anlegen. Das heißt also, ich mache den jetzt hier aus. Den können wir ja auch anlassen. Dann machen wir dann eine Aufnahme. Und da können wir dann mitspielen. Das heißt also, ich könnte jetzt zu dem Stück den Bass spielen, aber auch den Bass üben in A-Moll harmonisch. Ne, ob das mal auf Gitarre hast oder ob man das hier drauf spielt oder auf dem Bass, kann man A-Moll harmonisch spielen. Ne? A-Moll. Dasselbe, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir den Bass zum Laufen kriegen. Dann müssen wir jetzt erstmal die Heizung anmachen. Da bewegt sich schon mal. Das bewegt sich da gar nichts. Ich müsste erstmal, das vielleicht noch interessanter wäre, den Verstärker anmachen. Ne? So, da finde ich da noch was. So. Jetzt können wir den hier anschmeißen. Das heißt, so, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da überhaupt noch aus der Döse steht. Ganz gut. Böser. Außerdem fünfseitiger Bass. Das ist die erste Seite, eine H-Seite. Ne? Die zweite ist die E-Seite. D-Pass und G-Pass auch. Da kann man so mit leben erstmal. Jetzt könnte ich im Grunde zu dem Teil hier, was ich hier jetzt hier habe, das kann ich jetzt laufen. Wieder die A-Moll, ich wollte mal den A.
einen Basslauf zu finden. Das heißt also, naja, A haben wir gesagt. Das ist die H-Seite, muss ein tiefer machen. A. Dann D. F. E. F. E. Die Grundtöne von den Akkorden, ne? Die Grundbasstöne wären das jetzt. Ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Man könnte das auch vielleicht ein bisschen langsamer machen. Ne? Gehen wir mal auf 100. Ne? Lassen wir das mal laufen. Als Loop. Ne? Langsamer. Für die Pets, die müsste ich vielleicht mal ein bisschen umwandeln. Ne? Das ist ja jetzt A-Moll, viermal, zweimal D-Moll, sieben. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, zweimal A-Moll, einmal D-Moll, sieben, einmal A-Moll, einmal F, einmal E. Also die Akkorde, die gefallen mir wirklich nicht so. Da müsste ich mal alles nochmal neu stricken. Das will ich aber dann so für mich alleine machen und in der nächsten Sendung werde ich das dann so zeigen, wie ich das haben möchte. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, das auch alles aufzubauen. Aber so, der Sinn der Sache ist ja schon verstanden jetzt eigentlich so, ne? So, können wir jetzt halt nach vorne machen, so. Dann haben wir hier die Edition. Jetzt will ich mal gucken, ob ich zu den Akkorden noch den Bass spielen kann. Nochmal A.
ich noch umändern und auch noch mit der Gitarre was machen. Ne? Also jetzt kommt erstmal der Bass. Jetzt werde ich den Bass mal nehmen und aufnehmen. Das heißt also dieses hier. Den mache ich raus. So. Kann ich den da anmachen und kann ich da jetzt mitspielen. Ne? Das heißt also, ich werde jetzt den Loop mal aufheben. So, 1, 2, 3, 4. Ne? Ich mache das auf erstmal auf 100 BPM. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt hier da enden lassen, mache den Loop wieder an und dann habe ich eine Bassspur dabei. Hören wir uns mal einmal an, einmal zum Anfang gehen. Bass. Entwickelt oder produziert auf der einfachen Art erstmal jetzt, ja? Ich werde den Bass jetzt mal wegpacken. So. Na, das war jetzt nur so eine kleine Demo, was ich machen will die nächste Zeit, ja? Wie viel Zeit habe ich jetzt schon verpulvert? 50 Minuten. Ich würde auch sagen, das reicht auch. Ne? 50 Minuten habe ich wieder ein bisschen rumgespielt. Ich bin ja auch so ein Spielkind. Da gibt es so einen bekannten Dichter. Der hat mal gesagt, wage zu irren und zu träumen. Hoher Sinn liegt oft im kindlichen Spiel. Schüler war das. So, also haben wir das jetzt hier fertig. Jetzt könnte man alles, was ich jetzt hier gemacht habe, auch einmal ganz kurz noch sauber machen. Das heißt also, 16 Takt machen, jetzt wollen wir das einmal quantisieren. Alles quantisiert. Und noch einmal hier. Okay. Haben wir alles auf dem Schirm. Die müsste ich noch verbinden hier, die beiden, eigentlich, die müsste ich verschweißen noch. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt hier schön ein schönes Stück entwickelt. Dann könnte ich jetzt auch noch Gitarre drauf spielen. Und ich würde sagen, damit will ich mich auch verabschieden. Ich werde das noch die Woche mal richtig schön bearbeiten, dass das auch ein schönes Stück wird. Ne? Dann könnte ich theoretisch auch hier drauf Gitarre üben. Die harmonische Motonleiter. Die natürliche kann ich darauf üben,
A-Moll Pentatonik, das A-Moll Blues-Tonleiter, diese 4-5 Tonleitern wieder, ne? Ciao, ciao. Warum sagt er nichts? Weil... Ihr dann auch nicht haben. Immer das selbe, ne? Das ist laut. Das hört schon so. Ciao, ciao. Haben wir noch schon Motorrad?